Wir haben heute am Strand im Wasser eine Seegurke entdeckt und diese jetzt ganz vorsichtig in eine Schale gelegt, damit wir sie ein bisschen beobachten können. Sieht aus wie eine Kackwurst. Die Kinder hatten die letzten Tage schon mal einen am Strand gefunden und dachten eigentlich, es wäre irgendwie Hundepo. Also eine Chefbiologin. Ja, ich habe sofort erkannt, das ist eine Seegurke. Ja. Ja. Wie nennen wir sie denn? Ah, jetzt guck mal, es holt sie richtig Luft, das macht sie vorne irgendwie den Mund auf. Den Mund. Eine Körperöffnung hat sie irgendwie hinten und vorne und überall. Ja, irgendwie frisst sie auch. Und hier kommt hinten kommt Luft raus, ist ein Strudel. Ja. Nein, na eben. Und vorne ging was auf? Ja, vorne rein, hinten raus halt, ne? Ich schaukel sie mal ein bisschen. Meinst du, sie wird jetzt seekrank? Sie wird seekrank. Dann sieht man mal die Unterseite. Ja, ja, ja. Oh, vorsichtig. Ja. Dann fällt sie sich mal ganz um. Die ist stabil. Ich fasse sie mal an. Ich bin jetzt mal ganz mutig. Oh, Achtung. Verena, es war schön mit dir. Ja. So sieht die Seegurke unten aus. Gurkig. Gurkig. Dreht sie sich alleine wieder um? Schafft ihr das? Ihre Stacheln stehen nur ab, wenn die unter Wasser sind. Guck mal, alles, was hier oben ist. Ja, können sie nicht halten. Ja, ist dann flach. Oh, spiegelt so. Sie nochmal drehen. Gurke? Oh ja, im Porträt. So, also wir sind offen für Rezeptvorschläge für die Zubereitung. Der klassische Gurkensalat ist es ja wahrscheinlich nicht. Vielleicht als Nudelsuppe? Weiß nicht. Wir lassen sie lieber frei. Ja, okay. Ich mag sie nicht essen. Ach komm. Komm, wir zeigen nochmal hier unsere schöne Bucht. Das sieht erstmal irgendwie schon interessant aus. Hier haben wir uns gerade einquartiert. Hier drüben liegen noch ein paar kleine Fischerboote. Das ist Bernd. Bernd die Gurke. Da ist die Juli. Grün, aber keine Gurke. Und die Anne. Und die bin ich, der Tino. Ja. Also, wir haben uns überlegt, wir wollen noch ein bisschen was über die Seegurke rausfinden, weil das, was wir bisher schon irgendwie gelesen haben, war schon alles ziemlich spannend. Und wenn man sich einer Sache besonders intensiv mal widmen möchte, kann man das zum Beispiel mit einer ABC-Liste tun. Da kann man, wenn man, also man schreibt einfach A bis Z auf. Das machen wir jetzt auch. Wir haben zwei Teams. Die Juli, die Anne und ich. Und das Team 2 ist die Lena. Nein, nicht alleine, sondern mit der Verena. Bin ich zu sehen? Hallo. Und was man da macht, ist, man denkt sozusagen gezielt bei jedem Buchstaben darüber nach, was fällt mir zu der Seegurke ein. Zum Beispiel bei B. Wie braun sieht sie aus. Lena bereitet schon mal vor. Ich unterbreche mal. Schreibt hier schon mal von A bis Z. Anna auch. Wunderbar. Und ja, das machen wir jetzt mal. Und dann zeigen wir euch mal, was am Schluss dabei rauskommt, dann wie das funktioniert. Zur besseren Demonstration. Das klingt sehr technisch. Zeige ich sie nochmal, wie sie aussieht rundherum. Ja. Könnt ihr euch nochmal genau angucken. Die Unterseite. Jetzt wird sie immer dünner und länger, die flutscht mir gleich ja. Ich weiß schon, was für S. Ja. Ah ja, jetzt ich auch, glaube ich. Glaube ich. Oh, wie klein die wird. Klein und dick. Mopsi. Vielleicht ist hier vorne. Hier hebt sie so. Weiß ich nicht. Ich kann auch im Bohrloch fahren. Oh, das Loch ist unten. Das hinten ist auch ein Loch. Wo ist denn da vorne und wo ist da hinten? Ich habe mir keine Ahnung. Ich hätte aber wo ist da vorne und wo ist da hinten? Das ist die große Frage. Vorne, ich würde ja sagen, das ist hinten. Aber das hebt die doch immer so hoch. Hier hebt es immer so, aber hinten auch. Das ist mal.
Ein Mond. Oh, hier zurück. Eine Öffnung. Jetzt öffnet sie. Die Öffnung. Plopp. Kackt die jetzt? Ne? Ja, kackt. Nee, doch. Kein Rätsel, guck mal. Hab ich keine Ahnung. Nein, sie hat nur Hallo gesagt. Und hier hinten ist das Loch auch offen. Erzähl uns mehr, Verena. Ich setze sie wieder rein. Ja, bitte. Ich brauch viel Wasser. So. Da ist sie wieder. Ja, jetzt ist sie lang, ne? Warum machen wir zwei Teams? Damit wir uns ergänzen können. Genau. Also, wir wissen, was die anderen nicht wissen. Wir sind besser. Überhaupt, wir wissen ich wollte gerade sagen, es ist kein Wettkampf. Danke, Verena. Ab jetzt ist ein Wettkampf. Nein. Challenge accepted. Sind wir fertig? Ich ja. Okay, wir sind soweit. Gut, fangen wir an. Wer fängt an mit A? Ich. Okay. Algen als Nahrung. Algen als Nahrung, okay. Anne, was haben wir? Sie ist braun. Braun. Gut, Juli. Aber wir haben noch was Tolles, mit C. Im Italienischen nennt man sie ganz liebevoll Caso di Mare. Der Meerpenis. Lena? Bei D habe ich Delikatesse. Getrennt geschlechtlich. Also Männchen und Weibchen. Aber voll cool, wir haben auch rausgefunden, manche Seegurkenarten, die können sich auch durch Teilung vermehren, aber nicht alle irgendwie. Bei H habe ich Hautmuskelschlauch. Sie haben keine Augen. Und sie sind nicht schleimig. Ja, die sind nicht schleimig. Haben eine Mundöffnung. Da ist sie nochmal. Wie war das? 90% der Biomasse auf dem Meeresboden besteht aus Seegurken. Sehr lecker. Und sie werden bis 2,5 Meter lang. Ganz schön riesig. Das ist schon ganz schön gurkig. Ja, da ist unsere ja echt mini. Unsere Gurke, unser Bernd. Ja. So, regards to Lucy and Mark, we got a question. So, the first question is, did you ever have sea cucumber? And the second question is, how to prepare to eat? So, we are open for any recipe recommendations from you. Bye! Für Bernd geht's jetzt wieder zurück ins Meer. Tschüss Bernd, danke, dass du uns besucht hast. Grüß deine Gurkenfreunde! Euch gefallen unsere Videos? Dann vergesst nicht, uns zu abonnieren und die Glocke anzuschalten.